Entschiedenheit als Gegenmittel gegen Angst. Auch Teil der Yoga-Vidya-Tugenden-Vorträge. Entschiedenheit ist ein machtvolles Mittel. Wenn du dich für etwas entschieden hast, dann gehe dieses auch mit Entschiedenheit an. Entscheidung hat ja auch etwas mit Scheiden zu tun. Wenn du zu einer Entscheidung getroffen hast, dann hast du eine Entscheidung getroffen im Sinne von, anderes hast du ausgeschieden. Manchmal gibt es viele Möglichkeiten. Und Menschen, die zu Ängsten neigen, haben ja auch die besondere Fähigkeit, alles vorherzuahnen, was noch alles schiefgehen kann. Und so haben sie auch eine Neigung, ja, das könnte ich noch tun, das müsste noch tun, das geht schief und so weiter. Und aus Angst kommt dann auch ein gewisses Zögern und Zögerlichkeit und dann geht viel Energie verloren. Menschen, die zu Angst und Ängsten neigen, müssen sich mal entscheiden. Und wenn du einen Entschluss getroffen hast, dann gilt es, diesen mit Entschiedenheit anzugehen. Du kannst das selbst überlegen. Stehst du wieder vor einer Entscheidung? Hast du Schwierigkeiten, dich zu entscheiden? Und dann kannst du dir selbst auch eine Zeit setzen und sagen, bis zum Freitag werde ich mich entschieden haben. Und dann kannst du auch überlegen, wie du eine gute Entscheidung treffen kannst. Auf den Yoga-Vidya-Seiten gibt es ja auch Hörsendungen für gute Entscheidungen. Du kannst dort auch auf www.yoga-vidya.de ins Suchfeld eingeben, spirituelle Entscheidungen, die Kunst, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen finden. Wir haben dort Hörsendungen, Artikel, wie auch Seminare zum Thema. Dort bekommst du einige Anregungen. Wenn du dich aber entschieden hast, dann gilt es auch mit Entschiedenheit, diese Entscheidung umzusetzen. In Amerika gibt es das Sprichwort, once you decided, kill the alternatives. Da habe ich schon öfters darauf aufmerksam gemacht. Ich übersetze es etwas freundlicher. Wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast, dann verwirf die Alternativen. Und so kannst du auch zu deinem Unterbewusstsein sprechen. Ich habe mich entschieden. Und wenn du dann hörst beim Unterbewusstsein, ja, aber man müsste noch das beachten, das könnte schief gehen und vielleicht wäre es doch besser, das andere zu machen, kannst du sagen, danke, liebes Unterbewusstsein, dass du so voller Fürsorge bist. Und ich habe mich entschieden. Ich werde das mit Entschiedenheit tun. Aber man müsste noch und man könnte noch und so weiter. Danke. Nein, danke. Ich habe mich entschieden. Ich gehe das mit Entschiedenheit an. Und in diesem Sinne ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen und an diese mit Entschiedenheit anzugehen. Nicht mehr lange nachzudenken, ob das das Richtige ist. Jetzt mehr überlegen, wie ist der richtige Weg. Und auch wenn du eine Entscheidung getroffen hast für den richtigen Weg, dann gehe diese Entscheidung mit Entschiedenheit an. Emotionen mögen weiter da sein, Angst und Ängste mögen weiter da sein. Und es gibt eben Menschen, die mehr zu Angst und Ängsten neigen, die müssen dann einfach über ihre Ängste hinauswachsen. Es gibt die Optimisten, es gibt die Vertrauensvollen und es gibt die Gemütlichen und es gibt die Ängstlichen. Ängstlichkeit zu haben, Angst zu haben, ist auch eine Tugend, ist auch eine Fähigkeit. Aber du musst dich nicht von den Ängsten beherrschen lassen. Triff eine Entscheidung, triff einen Entschluss und setze das, zu was du dich entschieden hast, mit Entschiedenheit um. Ja, das war eine Anregung im Rahmen des Umgang mit Angst Podcasts zum Thema Entschiedenheit. Auch ein Vortrag im Rahmen des Yoga-Vidya-Tugenden-Lexikons. Mehr Informationen über Umgang mit Angst findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Dort findest du auch einiges zum Thema Entscheidungen und Entscheidungen treffen. Du kannst einfach dort ins Suchfeld eingeben, Entscheidungen, Entscheidungen, spirituelle Entscheidungen, die Kunst, Entscheidungen zu treffen, bekommst dort weitere Hörsendungen, Artikel und auch Seminare.